Heute ist ein guter Tag, dass ihr macht, was ihr sagt, ist was ich... Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und heute, Freunde, grüßen wir natürlich wieder einen aktiven Zuschauer. Und in dem heutigen Video hat der Hashtag Kevin, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann kommentiert einfach, droppt ein Abo, droppt ein Like, aktiviert auch die Glocke, ist wichtig, Freunde. Und kommt in meinen Discord-Server, wenn ihr auch mal bei einem RP mitmachen wollt. Kuss. Übrigens, Freunde, könnt ihr mir auf Insta folgen, da heiße ich Funkel offiziell, falls ihr mir noch nicht gefolgt habt. Und Leute, ebenfalls folgt mir unbedingt, Leute, weil ich sehe gerade, es haben einfach über 60% meinen Kanal noch nicht abonniert. Mich würde es echt freuen. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten mit dem Video. Shanti! Ja, steh auf, du verpennst mal wieder! Ich hab verpasst. Bro, steh auf, komm! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Warte mal. Bro, wo willst du denn hin? Wieso wächst du mich auf? Guten Morgen, Kinder. Morgen. Boah, ich bin so müde. Wieso, Bruder, wieso hast du mich aufgeweckt? Ja, kommt ihr frühstücken? Also, ich soll dich aufwecken. Wo geht's hin, Papa? Wo geht's hin? Boah, ich bin so müde. Ja, erstmal frühstücken. Frühstücken? Okay. Ja. Erstmal frühstücken. Ey, ich bin zu müde. Wieso wächst du mich auf, Mann? Nur wegen, weil ein Frühstück brauche ich nicht. So, schau mal. Ich habe irgendwie heute Bock, ein paar Mädels zu klären. Hättest du auch Bock so? Ja, Bro. Lass die Zwillinge, die dort letztens eingezogen sind, klären. Sind die da wirklich? Ey, sind da wirklich? Das sind ja stimmt. Das sind ja neue eingezogen. Waren es wirklich Zwillinge? Ja. Okay, dann ja. Lass die einfach klären, oder? Papa! Ja. Okay. Wir müssen los, weil wir wollen heute Zwillinge klären, so Mädels, weißt du? Ja, endlich mal. Hast mal was, ne? Ja, los, ich. Dann geht's. Ich weiß, hast du vielleicht ein paar Tipps, Tricks, auf was ich aufpassen soll oder so? Ja, gib nicht so an, so, weil wir reich sind, okay? Achso, okay. Ja, ich probier's. Okay, gut. Ja, aber was, warte mal. Was, wenn die sagen, dass wir. Wenn die sagen, dass wir reich sind? Was soll ich dann noch sagen? Dann zeigst du in die Lambos und dann gibst du ein bisschen an, so. Okay, ja. Okay, mach ich. Okay, komm mit. Komm. Viel Spaß, Jungs. Jo, danke. Mhm. Okay, komm. Ja. Let's go. Komm. Okay, die wohnen da drüben, oder? Die wohnen hier. Da oben? Ja. Bro. Okay, du bist ja ein richtiger Stalker. Okay. Wohnen die hier oder ein Stock hier oben? Ja. Hier, oder? Komm, wir gucken mal. Ja. Okay, ich klopf mal kurz. Hallo? Ja, hallo. Hallo, ich wollte fragen, wir sind ja hier schließlich neu eingezogen, oder? Erstmal, wer seid ihr? Ja, also wir sind halt von den Nachbarn da drüben. Wir wohnen gegenüber von euch. Ja. Ah, Nachbarn, okay, und was wollt ihr hier? Ja, wir wollen halt. Papa. Ja. Kannst du uns bitte kurz an die Tür lassen? Okay, ich lasse mal. Allein. Okay. Hi, wer seid ihr? Hallo, wir sind von den Nachbarn. Die von nebenan. Ah, cool. Und warum seid ihr hier? Ja, ich wollte fragen, wo es den Rest. Also, die suchen halt so einen Laden. Der ist hier irgendwo. Mut wie irgendwo was gesagt. Ey, komm, ich sag irgendwas, okay? Ja, und hier gibt's irgendwas, so einen teuren Laden. Und wir wollten fragen, vielleicht wisst ihr einen. Hier gibt's irgendeinen Laden, wo man sich Schmuck kaufen kann. Wisst ihr vielleicht davon was? Nein, nicht wirklich, weil wir sind ja hier neu. Ey, Apfel. Ja? Sonst hätten sie so viel Geld. Ja, es wäre schon nice. Was gehört? Okay. Also, und was gibt es noch? Ja, sonst gibt's eigentlich nichts. Vielleicht findet ihr uns eigentlich so cool so, also so von den Augen. Ja, ihr seht schon fresh aus. Okay, ja, vielleicht wollen wir uns vielleicht heute Abend treffen oder so. Ja. Oh ja, bitte. Okay, wie wär's? Ja, okay, wir treffen uns dann. Wie wär's um 18 Uhr? Ja. Oh ja, das wäre perfekt. Ja. Okay, dann um 18 Uhr bei mir, okay? Okay, wo wohnt ihr genau? Wir wohnen ja gegenüber, also genau hier bei dem Haus hier. Ah, okay. Okay, gut. Ja, okay, dann. Okay. Dann bis also, wir sehen uns dann um 18 Uhr? Ja, genau. Okay. Ciao. Dann okay, bis ciao. Später. Ciao.
später. Bro, ich hab einfach Date geklärt. Ich bin der Beste, Bro. Und du bist ein Nerd, Bro. Du bist beschäftigt. Okay, komm mit. Los, ja, wir müssen. Sonst nicht wissen, okay. Okay, aber okay. Das sind miese, die Chayas, Alter. Ey, denkst du, die sehen aber schon reich aus, so. Die eine sieht so richtig gangstermäßig aus mit ihrem Skateboard am Rücken. Okay, komm. Okay, dann warten wir jetzt einfach bis 18 Uhr. Wir machen uns alles fertig und dann ziehen wir uns gleich, oder? Ja. Okay, let's go. Sollen wir jetzt klingeln? Ja, aber was, wenn die nicht reich sind? Oh, dann direkt abbrechen. Guck mal, die haben Lambos. Oha. Sheesh. Ich denke, die sind wirklich reich. Ja. Das haben wir vielleicht dann in den Schmuckladen, von denen wir erzählt haben. Ja, dann können wir wieder welche zu unserer Sammlung machen. Oh ja, ich hab schon wieder richtig Lust. Vielleicht ein neues Tattoo stechen oder sowas. Ja. Komm, lass uns. Oh, ich freu mich schon. Ja. Warte mal, was muss ich anziehen? Pack dir meine Sachen hier weg. Was macht mein Bruder? Ey, Bro, was machst du da? Da waren letztens meine Sachen drin. Warum hast du die wieder weggepackt? Warte mal, hast du gerade gehört? Es hat gerade geklingelt. Ey, ich muss aufmachen. Ja, ja. Komm, wir müssen hin. Ey, das sind auch die... Oh nein, wir haben schon 18 Uhr. Oh, die sind da wirklich. Okay, bist du ready? Okay. Ja. 3, 2, 1. Hallo. Hi, was geht? Hi. Nichts bei euch. Auch nichts. Da wir ja hier sind und naja, wir wollten fragen, ob wir vielleicht schon zum Schmuckladen gehen wollen, von dem ihr erzählt habt. Ja, also. Ja. Ihr wollt da wirklich hin? Ja. Okay. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das Geld habt, aber vielleicht so eine Kette oder so. Na, wenn die kein Geld haben, dann gehen wir einfach. Hättet ihr Geld? Ja, wir haben Geld. Ja, ich nehme einfach die Kreditkarte von meinem Vater. Warte mal. Ja. Die steckt ja hier irgendwo hier. Ja. Mal hier. So. Okay, ja, wir haben Geld. Aber wir müssen noch erstmal. Okay. Warte mal. Machst du hier? Ja, ich habe nur kurz mein Buch geholt, weil du weißt doch, ich schreibe immer alles auf, was passiert und so. Weißt du? Achso, ja, okay, dann viel Spaß noch. Ja. Okay, aber wir müssen doch erstmal. Okay. Schau mal, vielleicht wollen wir so machen, dass wir. Dann vielleicht, dass ich mit dir zusammen bin und er mit dir vielleicht so. Schon mal, weil. Oh ja. Ist was Apfel? Ja, können wir machen. Okay, der Kunde kommt mit. Dann kommt mit. Luisa Apfel, okay. Was macht ihr denn hier? Oh. Ja. Also, wir haben uns jetzt mit unseren neuen Freunden getroffen. Und wir wollten halt so ein bisschen die Stadt anschauen. Ja. Ah, ja, okay, aber haben wir die nicht schon. Oh, wir müssen aufpassen wegen dem Vater. Die kennen sich besser aus. Okay. Okay, Mädels, dann steigt ein, dann fahren wir jetzt mal erst. Okay. Okay, let's go. Okay, dann let's go, endlich angekommen. So, ja, also. Oh, endlich. Endlich, Mann. Also, wie gesagt, wenn ich dir was zahlen soll, nicht so teuer, ne? Also so 10 Euro mindestens, mehr nicht, ja? Komm nicht auf die 25.000, also. Schau mal, ich geb nur das Geld von meinem Vater aus, der verdient nicht so viel. Ja. Okay, ja, dann gucken wir mal. Nee, das klingt ja richtig nach einem geringen Verdiener. Guten Tag, wie kann ich euch weiterhelfen? Guten Tag, dürfte ich fragen, was hier das teuerste Schmuck ist? Ja, gerne. Und zwar, das kostet 25.000 Euro einfach. Oh, oha, das sieht voll nice aus. Ey, ist zu viel. Übertreiben, Bro. Entweder ihr kauft uns das oder wir gehen, okay? Ja, dann mach ich los, wenn du das nimmst. Warte mal. Komm, dann nehme ich das. Hey, Bro. Komm mal kurz mit nach draußen. Ey, schau mal, wir machen jetzt so, Digga. Komm. Wir stellen jetzt Kameras auf, weil ich denke, ich habe hier vermutlich einen Gold, Digga, und sagen, unser Tank ist leer. Gehen kurz tanken und dann gucken wir bei den Kameras. Ja, okay.
Okay, komm. Ich ja, aber, Bro, was sollen wir dann machen, wenn die keine Golddigger sind? Ja, wir werden schauen. Also, ich habe die Vermutung, weil die wollen das Teuerste und so, weißt du. Oh ja, wir müssen halt aufpassen. Ja, okay. Ey, Jungs, wo seid ihr? Ihr müsst jetzt bezahlen. Ja, wir kommen. Ja, 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 wir haben nur kurz was geschaut. Okay, komm rein. Okay, komm rein. Ja, also, ja, ich weiß jetzt nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, ich bezahle schon. Ja. Nein, ihr kauft das jetzt. Ja, okay, ich bezahle das. So viel ist es gar nicht. Ja. Okay, das sind ich. Dann 50.000 Euro. Okay. Zweimal. Mein Vater wird in den Minus gehen, egal. Ja, hier. Ey, das also steht nicht. Also das kostet 25 ja, Euro. Das sieht also so gut an dir. Zweimal 25, oh, dann 50.000. Hier steht deine Kette auch. Okay, ja, also wie gesagt, hier das Geld. Ich zahle eine Kreditkarte, also. Okay. Soll ich noch langsam drauf? Ja, weil ich hab noch 5.000. Ja, ich bin mir auch. Soll ich noch etwas drauf legen? Da reinmachen? Minus ist. Der wird es sowieso nicht erfahren. Mein Vater, der wird doch gar nichts erfahren, keine Sorge. Die Karte rein. So, zack. Oh nein. Ich hoffe, es biebt, man. Oh, ich hoffe, es klappt. Oh, wir kommen in den Minus, oder Monkey? Ja, stimmt. Nein. Und? Ich fasse mich so ausrastet, wenn ich dich. Okay, Sie können die Karte wieder rausziehen. Okay, gut. So, zack. Okay, dann let's go. Tschüss, ne? Tschüss, schöner Tag noch. Okay, jo. Ja, Mädels, hier euer Schmuck hier. Zack, zack. Ey, Bro, das ist so unnötig. Diese Kleinigkeit ist so teuer, ne? Wow. Ja. Schau mal, das ist einfach echt Gold. Ja, Mädels. Kommt mal mit, ich denke, wir müssen noch unser Lambo tanken und dann können wir jetzt dann zu mir gehen, okay? Dann können wir dann okay. Ein bisschen feiern oder so. Okay, gut, dann kommt mit, Mädels, steigt ins Auto rein und dann gehen wir jetzt erstmal kurz tanken. So, let's go. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich. Oh, endlich angekommen, okay, wir tanken kurz das Auto, ich komme gleich, okay? Okay. Okay, dann let's go, erstmal kurz tanken. Monkey, tank du auch kurz, Bro. So, zack. Nein. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal bezahlen. Okay, Monkey, komm, wir gehen erstmal kurz bezahlen. Ja. Okay, komm, Bro. Okay, dann let's go. So, hallo? Hallo. Ja, also, wir wollen jetzt gerne bezahlen. Wir haben jetzt einmal getankt, kurz für unsere beiden Lambos. Wir wollen genau. Okay, das Ganze macht 80,30 €. Okay, hier. Zack. Oh, schon wieder zu teuer. Okay. Mein Vater, wenn das nur wüsste. So am Arsch, mein Vater. Passt? Okay, ihr könnt gehen, ja. Okay. Es ist schon komm mit, ey, Bro, bleib da, Bro. Schau, wir machen jetzt, wir kontrollieren jetzt Kameras, wir gucken jetzt in den Kameras, ob die ein Golddigger sind, okay? Okay, Monkey, dann schauen wir jetzt mal, ob sie ein Golddigger sind, oder? Ja, bestimmt. Okay, dann gucken wir mal ein Handy, okay? Let's go. Ich will nur das Geld von dem abziehen. Die sind auch so dumm. Der eine sieht aus wie Butterfinger und der andere wie eine Salami. Zum Glück habe ich schon Schmuck bekommen und lieben tue ich ihn nicht. Ich bin ja ein Golddigger wie meine Schwester. Dieser Junge ist arm. Ich hoffe, der ist reich, wie er sagte. Der kleine Keck denkt auch, dass ich ihn liebe. Ich will nur sein Geld, dieser Keck. Wenn er jetzt nicht gleich kommt, dann klaue ich sein Lambo und hier stinkt es nach Fisch. Ey, hast du es gesehen? Die sind ein Golddigger. Ja. Oh, ey, wir müssen die sofort raushauen. Komm rein, jetzt sofort. Let's go, Mann. Ey, so, hallo? Ja, seid ihr fertig? Ja, du weißt schon, dass wir Kameras in dem Auto hatten. Und die haben gerade gesehen, dass du über uns was geredet hast. Stimmt das? Hey, nein. Warum soll ich sowas tun? Und weißt du was? Du bist ein Golddigger. Ich hab das alles in Aufnahme. Und jetzt geh aus meinem Auto raus. Sofort, was? Mann. Geh aus meinem Auto. Nein. Du bist ein Golddigger, was willst du? Du kannst mich doch nicht erzählen lassen. Doch, du bist ein Golddigger. Wir haben nichts gemacht. Nein, wir haben nichts gemacht. Nein. Wir haben nichts gemacht. Und jetzt tschüss, komm, wir gehen jetzt weg. Wir fahren jetzt weg, Mann. Was denken sie, weil sie sind, Digga? Tschüss. Das war ein Tonfehler. Ey, so welche Betrüger und Lügner, Leute. Ich hoffe, wir werden nie wieder so welche Golddigger finden, Mann. Und ich würde sagen,
Wenn ihr den nächsten Part wollt, dann lasst jetzt einfach mal 200 Likes. So, haut rein, euer Funkel und ciao.